Liebe, Glamour, Ohrwürmer und ein Hauch von Jazz und Charleston. Victoria und ihr Husar Paul Abrahams Revue-Operette kommt nach 43 Jahren wieder auf die Seebühne in Mörbisch. Weil das Stück eins der besten ist, was es in der Operette überhaupt gibt. Abraham erlebt jetzt auch eine, Gott sei Dank muss ich sagen, eine Renaissance. Überall findet man ihn wieder, auch im deutschsprachigen Raum wird er viel gespielt. Es ist ein kluges Stück, es hat Tiefgang, es hat einen dramaturgischen Aufbau, der seinesgleichen sucht. Eine große Liebesgeschichte, Tragödie mit drei Personen und zwei Puffpaare, was man ganz selten findet. Wir müssen uns vorstellen, zum Anfang sind wir alle weiß im Schnee in Sibirien, im Gefangenenlager, kurz, 12 Minuten. Und dann geht es in das große, opulente Japan-Bild hinein, wo wir auch zum ersten Mal heuer auf der Bühne unseren Orchestergraben, den wir ja nicht mehr brauchen fürs Orchester, nutzen werden. Da kommt einiges raus. Anstatt des Orchesters entblättert sich ein überdimensionaler 4 Meter großer Fächer aus einer Bodenklappe. Das ist nur einer von mehreren Effekten, mit denen das Team rund um Bühnenbildner Christian Flören heuer aufwartet. Natürlich behaupten wir sozusagen eine Reise um die Welt. Letztendlich vor dem Hintergrund einer tragisch-romantischen Liebesgeschichte von einem Liebespaar, das sich sozusagen in den früher Jugend durch Kriegswirren verliert, dann wieder in Russland findet und am Schluss dann in Ungarn ein Happy End hat und eben heiratet. Und wie bewegt man sich jetzt durch diese Welten? Da gibt es eben von uns, wenn man so will, eine Art Gimmick oder vielleicht sogar einen Gag, kann man sagen, dass eben dieses relativ traurige Russlandbild, was da am Anfang durch die Flüchtlinge und durch die Gefangenenlager da gezeigt wird, sich dann auflöst, indem man mit einem roten Doppeldecker, den wir hier an den Bogen hochziehen, sozusagen oben eine Szene spielen hat mit einer lustigen Musik und unter diesem Doppeldecker verwandelt sich praktisch die ganze Bühne, wenn die Dekorationsteile hin und her geschoben und der Zuschauer bleibt aber natürlich bei unserem Paar da oben in dem Flugzeug und unter ihm verwandelt sich alles. Die Verwandlung bringt schließlich auch das Herzstück der diesjährigen Bühnenausstattung zum Vorschein. Eine zweiteilige Showtreppe, die in unterschiedlichen Konstellationen während der gesamten Reise zum Einsatz kommt. Jedes Bühnenbild hat seine Eigenheiten. Letztes Jahr hat sich das toll angeboten, die Bilder und auch der Dampfer. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir machen mal was Neues und konzentrieren uns auf eine Revue. Revue bedeutet Ballett, bedeutet Licht, bedeutet Shownummern. Und so ergibt sich halt ein ganz anderes Bühnenbild, was das Bühnenbild etwas reduzierter ist, dafür halt viel Opulenz in Ausstattung bietet. Meine Mama war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa. Opulent ist auch das Ballett. 54 Tänzer und Tänzerinnen sorgen für effektvolle Showeinlagen. Eine noch nie dagewesene Zahl. Choreograf Simon Eichenberger übt mit dem Ballett bereits seit Februar. Swing, Jazz und Charleston lassen den Charme und die Leichtigkeit der goldenen 20er Jahre aufleben. Der Tanz übernimmt somit eine der Hauptrollen in Victoria und ihr Husar. Es ist so unsere Primadonna dieses Jahr, sagen wir es mal so. Ja? Ich glaube ja auch, dass an anderen Bühnen man gar nicht so viel Tanz machen würde, weil es den Rahmen sprengen würde. Aber wir haben ja hier, weiß Gott, genug Platz und Möglichkeiten und haben auch eine Fassung gewählt, wo der Tanz wirklich eine herausragende Rolle spielt. Über 22 Nummern sind die dabei. Also das ist schon rein logistisch, das vorzubereiten. Eine Glanzleistung für mein ganzes Team. Ich entwickle die Choreografien jetzt nicht nur, weil es Mörbisch ist anders, sondern es ist einfach nur, ich muss einfach größer denken. Ich habe andere Distanzen und so weiter. Die Herausforderung war auf jeden Fall einfach durch die Art und also durch den Zugang, dass ich natürlich hier Tänzer habe, wirklich reine Tänzer. Und ich habe, sage ich mal, in dem Musical-Genre natürlich sehr oft eher noch die Kombination, wo ich den Musical-Darsteller habe, der natürlich tanzt und singt. Und ich habe wirklich reine Tänzer. Also ich versuche natürlich das, was der reine Tänzer mitbringt, natürlich zu featuren und trotzdem das Showige aus ihm rauszukitzeln. Bam, bam, bam. Ich dirigiere diesmal. Es ist die erste Strophe. Oh, und yes, that's it. Okay, jetzt haben wir es.
Während die Tänzerinnen und Tänzer bei den Bühnenproben den Wetterlaunen des Neusiedlersees mit Regen, Wind und Hitze ausgesetzt sind, übt und spielt das Orchester im klimatisierten Orchestersaal. Die Musiker sind mittels Monitor und Lautsprecher mit der Bühne verbunden. Der musikalische Leiter David Levi kennt das System hier bereits. Victoria und ihr Hussar ist seine zweite Zusammenarbeit mit Mörbisch, das Stück selber eine Premiere. Es gibt Nummern, die eigentlich sehr, sehr tiefgehend, also irgendwie sehr romantisch, die an verschiedene Stile sich erinnern. Vielleicht Smetana, Mussorgsky. Es gibt auch ein bisschen, ziemlich viel von Puccini, auch Madame Butterfly oder Turandot oder sogar Manon Lescaut oder bestimmte Sachen. Und dann kommen einfach Schlagermelodien so toll arrangiert, eine nach dem anderen. Denkst du noch daran, als ich dich sah zum ersten Mal in Wien, einst im schönen Wien? Walzermelodien erklangen süß im goldenen Saal in Wien, dort im schönen Wien. Hier im Orchestersaal findet wie jedes Jahr Ende Mai eine Leseprobe und das erste Konzeptgespräch statt. Intendantin Dagmar Schellenberger begrüßt und stellt ihr Team vor. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen, der wieder dieses Jahr dabei ist. Für viele ist es ein Wiedersehen. Einige sind zum ersten Mal da. Die deutsche Sopranistin mit Wohnsitz in Mörbisch lockt auch heuer wieder prominente Namen an den Neusiedlersee. Neben Operettenstars aus aller Herren Länder ist auch der aus Kabarett und Fernsehen bekannte Andreas Steppern darunter. Ich bin auch aufgeregt und freue mich sehr, mit einem Orchester zu singen, sodass so richtig mitgeht und dirigiert wird. Das hatte ich ja noch nicht. Aber toll, ja, muss ich wirklich sagen, toll. Die Proben finden hier auf der Seebühne seit Anfang Juni statt. Die Vorbereitungen laufen bereits seit 2 Jahren. Für den deutschen Regisseur Andreas Gergen ist Victoria und ihr Hussar eine doppelte Premiere, sowohl in Mörbisch als auch mit dem Stück. Dann sagt Kannleit, und wir machen eine kleine Bewegung. Die Inszenierung, ein spannender Balanceakt zwischen Drama auf der einen, Show und Komik auf der anderen Seite. Wir müssen einfach gucken, dass wir da in den ernsten Szenen wirklich einen ganz ehrlichen, direkten Ton haben und tatsächlich da auch den Gänsehautfaktor berücksichtigen für das Publikum. Denn nur wenn eine Geschichte relevant ist und wenn es tatsächlich von den Gefühlen und vom Spiel glaubhaft ist, dann wird es auch interessant für ein Publikum. Dann gibt es die Möglichkeit, überhaupt ein Publikum auch für sich zu gewinnen, so wie Shakespeare das eigentlich schon gesagt hat. Also seine Theorie war ja tatsächlich, das Herz des Zuschauers mit einem Lachen zu öffnen und dann eben mit dem Drama dann reingreifen zu können. Dann. Victoria und ihr Hussar spielt nach Ende des Zweiten Weltkrieges und erzählt die Liebesgeschichte einer Frau, die zwischen 2 Männern steht. Für die Rolle des Susanne Stefan Koltay wurde Michael Heim engagiert, für spätere Vorstellungen auch Gary Davislim. Es geht um wahre Liebe. Es gibt nur eine Frau in der Welt für ihn. Und also das Stück, also wie viele Operetten, es gibt eine seriöse Seite und es gibt eine lustige Seite. Und es ist der Koltay, der die seriöse Seite. Ich muss nicht tanzen. Aber ich kämpfe für ihr und ich kriege am Ende meine Frau zurück. Ich habe das Glück, ich habe die Operette schon 2-mal gespielt und konnte dieser Figur schon sehr tief folgen, auch in den Vorstellungen, was da mit einem passiert. Also man kommt um das Weinen gar nicht herum. Ich hoffe, dass das Publikum, dass es uns gelingt, auch ich bin ziemlich sicher, dass es uns gelingen wird, auch diese Tiefe auszuloten und diese Dramatik, diesen Schmerz, das ist ein Riesenschmerz, dem auch nahe zu kommen. Und da hilft einem auch die Musik unglaublich, die Kostüme, die ganze Situation, das ist wirklich wie echt. Viel schöner.
Nach Koltais Flucht aus der Gefangenschaft landet er schutzsuchend in der amerikanischen Gesandtschaft in Tokio, wo er völlig unverhofft seine Geliebte aus Jugendtagen trifft. Also sicher, dass das Auto, dem wir gestern begegnet sind, hier vor dem Palais gehalten hat, ja. Und sie saß drinnen, Victoria. Ich schwöre, dass sie es war, neben diesem feinen Herrn. An der Rolle reizt mich, dass sie auch alle Facetten hat. Von dem eigentlichen jungen Mädchen, was sich an ihre Jugend erinnert, wo sie dem versprochen war, an die ungarische Heimat, wie sie mit dem Volk zusammen lebte. Deswegen auch diese Volkslieder eigentlich drin, die im ersten Finale oder eben auch dann zum Schluss nochmal kommen. Es ist richtig ungarische Folklore eigentlich, die drin ist. Und zum anderen der Tiefgang, dass sie wirklich die großen Gefühle mit Blessuren im Leben, die sie eben erlebt hat, umgehen lernt, hin und her gerissen ist zwischen Freude und Leid und vor allen Dingen zwischen diesen beiden Männern. Kabarettist und Sänger Andreas Steppan ist als amerikanischer Diplomat John Cunlight der zweite Mann in Victorias Leben. Mit ihm führt sie eine komfortable, aber wenig leidenschaftliche Ehe. Das Auto bleibt kurz im Gedränge stecken, du schaust hinaus, schreist plötzlich auf und sinkst wieder totenbleich in den Wagen zurück. Ich frage dich, was hast du denn? Und du antwortest nichts, nichts. Das Stück habe ich gesehen 2000 mit einem sehr guten Freund in meiner Rolle. Und da war ich gerade knapp nach einer Trennung. Und da hat mich dieses Thema zwischen den beiden, die nicht, irgendwie dann nicht zusammenkommen, sehr berührt, sodass ich die eine oder andere Träne sogar verdrückt habe. Und insofern ist es für mich ein großes Privileg und auch ein Schicksalswink, dass ich das jetzt spielen darf. Ich bin da auch sehr dankbar. Aber für mich ist es schon hauptsächlich diese Liebesgeschichte zwischen den beiden. Nun, Victoria, wagen Sie immer noch die Winzerprobe? Eine Liebesgeschichte, die am Ende dieser musikalischen Weltreise von Sibirien über Tokio und St. Petersburg zurück nach Ungarn führt, wo die Gräfin und ihr Husar im kleinen Dorf Dorosma ihren einstigen Liebesschwur mit der Hochzeit vollenden. Das Stück scheint so politisch unkorrekt zu sein. Also diese Weltanschauung, wo man sieht, die ganze Welt, also wir sind Weltmenschen, wir leben in die Welt. Trotzdem, Japan ist genauso wie China. Also man erkennt überhaupt nicht von dem Text, ob das in Japan oder China, auch von der Musik. Und alle Ungarn müssen Ungarn heiraten und Russland ist voller Leute, ich weiß nicht, die Leute hinrichten. Also diese Ideen, die sind vollkommen politisch unkorrekt. Und natürlich der Amerikaner, der so lieb und so irgendwie diplomatisch ist. Interessanterweise, wenn man geht hinein in dem Stück und man nimmt das eigentlich ernsthaft, man entdeckt Humor in dem politischen Unkorrekt. Aber gerade bei dieser Produktion, wir machen nicht die Augenzwinkern, wir gehen rein und es ist einfach lustig. Also wir gehen rein mit voller Liebe. Und das funktioniert, man muss halt lachen und sagen, ja, vielleicht sind wir so weit, dass man kann darüber lachen. Ja. Für jede Menge Lacher sorgen in Victoria und ihr Husar gleich zwei Buffo-Paare, die jeweils doppelt besetzt sind. Die ganze Komik ist eigentlich schon mal im Text drin enthalten. Also die ganze Leichtigkeit, die wir haben, die Schlagfertigkeit ist einfach in jedem Wort drin. Es läuft eigentlich relativ klipp-klapp immer hin und her. Die Buffo-Paare, ein großer Schwerpunkt ist ja der Tanz und dass im Tanz irrsinnig viele komische Elemente drin sind. Ich finde, unsere Choreografien sind sehr originell und frisch und dadurch auch sehr witzige Elemente sind, wie ihr sehen werdet. Es wird viel eingebaut mit kleinen Requisiten, die wir verwenden und vielleicht benutzen wir auch das Wasser, das wollen wir noch nicht verraten. Und, ja. Also ich glaube, bei unserem Paar ist der Hauptkomikpunkt ist einfach die Unterschiedlichkeit. Dadurch, dass Ferry ist Ungar und ich bin Japanerin,
die Rolle ist nochmal irgendwie gemischt, weil sie Japanerin und Französin irgendwo ist. Also das ist schon ziemlich witzig, dieser Wechsel von konservativ und schüchtern auf wirklich sehr, wie soll man sagen, erotisch. Und ja, da entsteht einfach irgendwie ein lustiger Moment. Selbst bei der Hochzeit ist es dann ziemlich witzig, weil der Fairy da nicht immer alles so ernst nimmt. Ich würde sagen, dass zu guter Letzt natürlich man braucht eine Regie bzw. eine Besetzung, die das wirklich vollbringen kann. Und da sind wir. Und auch Kinder sind heuer wieder mit dabei. 17 Mädchen und Buben aus Mörbisch sind teils in Edelstatistenrollen zu sehen. Du, ich hab dir schon 100-mal gesagt, dass dich die Gnädige nichts angeht. Das ist mein Bereich. Gut, bitte. Oh, du, und wenn du noch einmal frech bist, dann wirst du was erleben. Ich will dir verzeihen, stachelige Blume des Abendlandes, denn du hast die Sprache der Höflichkeit nicht gelernt. Das ist schön von dir. Das ist ein japanischer Lakai. Er ist sehr frech. Wir müssen der Victoria dienen. Und wenn man denen sagt, so, hier dürft ihr mal was machen, was ihr zu Hause vielleicht nicht dürft und auf dem Theater und auf der Bühne, da ist das möglich, tatsächlich da mal so richtig laut zu sein und frech zu sein und dreckig zu lachen auch. Das macht ihnen natürlich Spaß und das ist natürlich für die auch eine Gelegenheit, sich da auszuleben auch. Heute muss ich von euch Abschied nehmen. Victoria und ihr Hussar ist ein Stück mit Seltenheitswert. Die Uraufführung war im Jahr 1930. In den Melodien klingen die Hoffnung und die Lebenslust der Menschen in den goldenen 20er Jahren an. Nach dem Börsenkrach begann der Niedergang der Revue und spätestens mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde das Stück des ungarisch-deutschen Komponisten mit jüdischer Abstammung nicht mehr sehr oft gezeigt. Ich habe eine Theorie dafür, nämlich dass man lange Zeit nicht nur diese Operette, sondern generell das Genre Operette ein bisschen missverstanden hat. Also was in den 30er Jahren wirklich noch peppig, frisch, frivol, sexy war, das wurde eben mit den Nazis abgeschafft. Also dann wurde alles vergoldet sozusagen mit Opernsängern und es war nur noch die hehre Operette und eben auch nicht mehr so glaubhaft gespielt. Wir haben tolle Darsteller und versuchen eben tatsächlich diesen Geist der 20er und 30er Jahre nachzuspüren und eigentlich so wie die Operette ursprünglich mal gedacht war von den Erfindern, von Paul Abraham und seinen Librettisten. So versuchen wir das hier auf die Bühne zu bringen. Und ich habe mit einem Musiker eben gesprochen, dass unsere Genuss an diese 20er Jahre klang. Vielleicht war das kein Genuss für Leute in die 40er und 50er, 60er Jahren. Vielleicht war das einfach Musik von der Oma. Vielleicht war das irgendwie etwas, wo man weg wollte und man wollte neu was machen. In Mörbisch wird Victoria und ihr Hussar nach 1960 und 1973 heuer zum dritten Mal gespielt. Vor 43 Jahren saßen die Zuschauer im Sand. Es spielte das Volksopernorchester, der Chor und die Komparsen waren aus Mörbisch. Gugi Löwinger spielte 1973 Ferris Braut Oliasan. Sie wurde in einem Ruderboot zu ihrem finalen Auftritt gebracht. Ich hatte zwei stämmige Burgenländer an der Seite. Und wir fangen an zu rudern und plötzlich sagt der eine Burgenländer, hörst, wir haben kein Wasser. Sagt der andere, das ist, was heißt, dann ruder halt. Sagt er, ich hab kein Wasser zum Rudern. Und ich musste ganz still sitzen in dem Boot und hab gesagt, bitte, bitte, ich muss vorne ein Finale singen. Ihr müsst, irgendwie müssen wir, dann gehen wir zu Fuß oder was, aber wir müssen auf die Bühne. Es war aber sichtlich schon zu spät und ganz zum Schluss, bis sich die Herren einig waren, hat gesagt, weißt du was, wir tragen die Vierer. Und haben sie mich vorgetragen und da war das Finale schon fast fertig. Und die sind alle auf der Bühne gestanden und haben gewartet. Und der Fähring hat das ganze Finale noch einmal gespielt. Und dann wurde ich also auf die Bühne getragen und konnte das alles singen und war dann endlich verheiratet. In der Rolle der Victoria an der Seite von Johannes Heesters brillierte 1973 Kammersängerin Sigrid Martike. Und in der Victoria war es natürlich so, dass wir ein Unwetter hatten zur Premiere. Und
Es flog alles davon. So spielten wir praktisch die ganze Victoria in einem Bühnenbild durch. Die konnten nicht umbauen, weil es flog alles. Die Kleider flogen, die Schirme flogen, die Kulissen wankten. Und so war das trotzdem ein ganz großer Erfolg. Also die Kritiken waren begeistert, trotz alledem. Die aktuelle Premiere ist von Unwettern verschont geblieben. Das hoffen die Seefestspiele natürlich auch für die noch anstehenden Vorstellungen. Mit einer Revue-Operette setzen sie in Mörbisch auch heuer wieder neue Akzente. Wir merken, dass das Publikum vermehrt etwas Neues in Mörbisch erwartet. Man muss ein bisschen andere Wege gehen, um die Leute zu locken. Alteingesessenes ist nicht mehr so der Weisheit letzter Schluss. Also muss man langsam versuchen, Neues auf die Bühne zu stellen, zu checken, wie reagiert das Publikum drauf. Wir müssen uns weiterentwickeln und ich glaube, dass das ein sehr vielversprechender Schritt in die richtige Richtung ist. Die Neuinszenierung beeindruckt vor allem auch durch die Kostüme. Rund 850 Gewänder kommen zum Einsatz und entführen den Zuseher nicht nur an die verschiedenen Schauplätze des Stückes, sondern auch in die Welt von Glanz und Glamour. Es gibt 10 verschiedene Kostümsätze für das Ballett. Denn jede Nummer, in der Revue spricht man von einer Nummer, jede Nummer ist mit einem eigenen Kostüm ausgestattet. Zum Beispiel eine ganz berühmte Nummer, Meine Mama war aus Yokohama, ist eine Nummer, die mit Pariser Gentlemen und japanischen Kimono-Mädchen getanzt wird und dann letztendlich in einem Burlesque-Kostüm aus der Zeit der 20er Jahre endet. Es ist ein Kostüm, das sich so aufschält von einem japanischen Kimono über einen Suzy Wong-Kostüm bis hin zu einer Burlesque-Tänzerin. In Garderobe und Maske herrscht also Hochbetrieb. Rund 140 Mitwirkende werden während der 2,5-stündigen Vorstellung mit mehreren Garnituren ausgestattet. Unterdessen erstrahlt auch die Bühne in einer beeindruckenden Ton- und Lichtshow, in der die Geschichte über Liebe und Edelmut perfekt zur Entfaltung gelangt. Meine Herren, ich glaube, da liegt ein kleiner Irrtum vor. Das alles habe ich mir erlaubt zu arrangieren. Ich sollte ja nur kommen, um Sie glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist mir gelungen. Pardon, madame, pardon, madame. Good night. Mein Wunsch ans Publikum ist, dass sie aufgeschlossen bleiben, dass sie nicht rückblickend sind, sondern nach vorne schauen, dass sie sich zurücklehnen können und sagen, ja. Ich entspanne mich jetzt, ich nehme das auf, ich bin hierher gekommen und ich habe meine Erwartungshaltung und ja, die Offenheit einfach und das Vertrauen, dass wir hier alles tun, um wirklich dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Okay.